Die Ereignisse des Jahres 1454 hatten die Machtstrukturen auf der Apenninhalbinsel endgültig ins Wanken gebracht. Im Oktober 1454 war es Florenz gelungen, das bündnislose Siena zu erobern, was die Toskana zu einem ernstzunehmenden Akteur in Mittelitalien werden ließ. Normalerweise hätte dies Ottavio Gritti nervös gemacht, denn die toskanischen Städte waren Bündnispartner Mailands, aber das war wohl derzeit nicht mehr als eine Formalie. Denn das Herzogtum Mailand lag am Boden, zerstört durch die Armee des lombardischen Adligen Carlo Moscati. Einzig die Stadt Cremona hielt der Übermacht noch stand. Doch auch dieser Widerstand endete. Und zwar schon im November des Jahres 54. Die Viscontis waren vom Thron gestürzt. Filippo Maria offenbar in den Kämpfen umgekommen. Doch was kam nun? Eine Frage, die der Doge nicht dem Zufall überlassen wollte. Seit Januar verhandelten sie nun mit Unterbrechungen in dem kleinen norditalienischen Städtchen Lodi. Gekommen waren neben dem Dogen Vertreter der lombardischen Städte, der Herzog Ludovico I. von Savoyen sowie zahlreiche Gesandte aus den anderen Fürstentümern und Städten Italiens. Nun, wo die Viscontis Geschichte waren, witterte Gritti die Chance, eine neue Friedensordnung für Norditalien aufzubauen, die den Status quo festschrieb und so die Grundlage für eine lang anhaltende Phase der Stabilität und des Wachstums legen sollte. Auf lombardischer Seite taten sich in den Verhandlungen neben dem siegreichen General Moscati vor allem der Kapitän-General Francesco Loserna della Torre hervor, der für Mailand sprach. Gritti war der Mann sympathisch und in den vielen Gesprächen verstand der Doge langsam, wie sich die Dinge in Mailand entwickelten. Offenbar strebten die lombardischen Städte nach einer größeren Unabhängigkeit und man verhandelte miteinander über die Gründung eines republikanischen Städtebundes. Eine Entwicklung, die Gritti gutierte, näherte sich Mailand doch so auch in den Verfassungsstrukturen der Republik Venedig an. Unabhängig davon gelang es schließlich nach nur 3 Monaten im März 1455 zumindest auf dem Papier eine Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte alte Feindschaft zu begraben. Der Vertrag von Lodi wurde von den norditalienischen Staaten Savoyen, Mailand und Venedig unterzeichnet. Die Partner erklärten vertraglich den Verzicht auf Gebiete der Nachbarstaaten, sodass unter anderem der Fluss Adda als Grenzlinie zwischen Mailand und Venedig festgeschrieben wurde. In den folgenden Wochen und Monaten fühlte sich Gritti nun wie befreit. Endlich hatte er sicheren Grund, um all die Pläne umzusetzen, die ihm für eine Verbesserung des Fernhandels geeignet schienen. Er krempelte die gesamte Verwaltung der Republik um und richtete sie voll auf die Verbesserung des Fernhandels aus. Schon bald hatte er Erfolg. Immer mehr junge Söhne entschlossen sich, das Risiko einzugehen und das Kapital ihrer Familien wieder für den Handel zu mobilisieren. Die Venezianer begannen im Mittelmeerhandel zur dominierenden Handelsmacht zu werden. Überall im östlichen Mittelmeer schaute man immer neidischer auf die prall beladenen Schiffe und die ebenso prall gefüllten Geldbeutel der venezianischen Händler. Im September 1455 verkündeten schließlich Gesandte aus Mailand die offizielle Ausrufung des lombardischen Städtebundes unter mailändischer Führung. Zum Befehlshaber und Verhandlungsführer der freien Städte wurde Francesco Loserna della Torre gewählt. Da sich die Städte auf keine alte Dynastie gründen konnten, beriefen sie sich auf den Mailänder Stadtheiligen und Kirchenvater Ambrosius und nannten sich die Ambrosianische Republik. Gritti war es gleich. Er nutzte die Überraschung der Venezianer und beendete kurz entschlossen den venezianischen Boykott Mailands und bestimmte Leonardo Labia zum ersten venezianischen Botschafter im neuen lombardischen Reich der Ambrosianer.